wie bereits gesagt, geht es hier weiter. Und ich muss immer noch den Flügelraum finden. Der muss auf der linken Seite dann gewesen sein. Woanders kann es nicht gewesen sein, aber welcher von den vielen? Naja, erstmal auf die andere Seite. Also zumindest glaube ich nicht, dass es der hier am Ende des Dings war. Und den Rest habe ich ja irgendwie schon überprüft. Also vor allen Dingen, das dürfte hier und dann nochmal die eine Tür. Also die nicht in den Chemieraum oder was das da war, führt. Dürfte es nicht gewesen sein. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Sag ich doch. Es ist nicht gut. Ich wusste zwar nicht mehr, was das für ein Raum war, aber ich war mir sicher, dass es nicht der Flügelraum ist. Da ist der Chemieraum, oder was es war, wo wir Baby getroffen haben. Also geht's hier weiter. So. Auf die andere Seite. Ich weiß nicht mehr, wo noch Kerosin war. Habe ich jetzt irgendwas? Ja, das Notenblatt habe ich mit. Gut. Kann ich das gebrauchen? Weiß ich nicht. Ich nehme erstmal nichts weiter mit. Achso, jetzt bin ich ja schon oben. Nur welcher dieser vielen Räume war es? Das ist die Frage. Und dann da nach unten? Oder hätte ich da lang gehen sollen? Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Aber gut. Treppe ist im linken. So. Und hier nach unten? Oder ist hier noch ein Raum, den... Nö. Keiner, der mir was weiterhilft. Im Gang liegt anscheinend noch irgendwas. Vielleicht irgendwelche Heilkräuter. Achso, da ist noch der andere Hampelkäse, der rumliegt. Und da lang. Also ich hoffe, das Notenblatt ist für den Flügelraum. Wenn ich den nicht komplett abgearbeitet habe. Da. Der hier? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Oh, ho, 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 ho. Nein, 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 nein. Aber da scheint noch irgendwas zu sein. In dem Raum. Da habe ich auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Da. Was war das? Ich weiß es nicht mehr. Ach so. Das war der Tigerraum. Hey, mal den blauen Edelstein mit. Dann hier durch die Tür da hinten. Und dann müsste es der andere große Raum da sein. Ansonsten. Achso, da hinten ist noch ein großer Raum. Ich hoffe einfach, dass es der ist. Und dass es mir das überhaupt was bringt.
Okay. Das brauchen Sie jetzt nicht. Nein. Aber hier war was. Das kann ich wenigstens mitnehmen. Notenblatt. Ja. Oh. Was untersuchen? Der Anfang und das Ende wird fehlen. Prüfen. Es trägt die Mondscheinsonate. Ein Teil der Musik fehlt. Und der Anfang und das Ende. Aha. Prüfen. Was bringt mir das jetzt? Die vollständige Partitur des. Vielleicht kann ich die jetzt verwenden. Und verwenden. Aha. Das ist ein Zwischenraum. Und was haben wir da? Trevors Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brach mir ein kärgliches Smile und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf, jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November 67. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich, kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Navokitin etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bitte für ihre Sicherheit. 27. November 67, irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen. Aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Okay. Goldsymbol. Ah! Das ist eine Falle, das ist eine Falle! Ich brauche das andere Symbol, um das Symbol zu kriegen. Okay. Heißt, ich würde jetzt schnell zum Inventarbox gehen und mir das holen. In der Hoffnung, dass mir das viel weiterhilft. Nach da oben. Ja, einen anderen Weg habe ich nicht, einen schnelleren. Der Zombie könnte aufstehen. Dieses Klackern die ganze Zeit da immer wieder. Das macht mich noch kirre. Schlimm, schlimm. So. Einmal außenrum. Trau dem nicht. Sollte ich vielleicht speichern?
ist immer so eine Sache. Speichern oder nicht? Chemikalie. Brauche ich die da oben? In meinem Raum? Erstmal machen wir das. Und den nehmen wir auch mit. Weil das liegt ja auf dem Weg. Ich speichere nicht. Das ist ein hohes Risiko, ich weiß. Also das lag doch auf dem Weg mit dem Auge, oder nicht? Es war noch in dieser einen Öffnung da. Und zwar hier. Fehlt zwar immer noch das Gelbe. Aber vielleicht bringt mir das schon einen Fortschritt. Also es bringt mir schon mal was. Ein bisschen Gewehrmunition. Oh, jetzt habe ich wieder ein verdammt volles Inventar, oder? Scheiße. Das ist doof. Ich bin doof. Ich darf jetzt den Weg nochmal zurück. Na. Nur weil ich mein Inventar immer so vollstopfe. Alter. Jesus. Diese Uhr oder was das ist, das oder das Klackern gegen das Fenster, oh was? Das macht mich so kirre. So schlimm. Ich frage mich, wann der endlich aufsteht. Gewehrmunition. Ich speichere jetzt mal. Ja. Das ist mir gerade ein bisschen zu riskant. Weil dann muss ich wieder das Auge da und ich lasse das erstmal. Und wer weiß, was jetzt passiert, wenn ich das Symbol da austausche. Wo ich immer noch überlegen muss, wo ich das... Entweder ich brauche das an der Tür für Spencer, mit Spencer-Dings da, weil das irgendwie was da bringt. Oder ich muss mir was überlegen. Und dein. Öffnung in der Wand. Das nehmen. Ja, das hatten wir gerade eben schon mal. Und jetzt packen wir das da rein. Also ich nehme sehr stark an, dass das der Plan war. Was anderes wäre für mich nicht logisch. So. Der Raum mit Dings war hier oben und dann... Nee, da. Da unten, das war die verschlossene Tür da. Das ist wieder so ein ewig langer Weg. Okay. Hä? Bin ich? Nee, die war noch weiter vorne. Da. War das Uhrenrätsel da? Bin ich noch gespannt. Die Uhr muss ich
100% die Sofa stellen wieder. Das ist. Entweder ist es mir zu obvious. Und es ist total falsch, was ich sage, aber es erscheint sehr, sehr logisch. Ja. Ein Angelhaken lag auch noch irgendwo rum. Und da ist auch noch irgendwie ein Geheimraum. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da hinkomme. Also wenn ich links über das Ding drüber und... So. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Tüp-tü-tü. So, jetzt einmal außen lang. Ach. Geh weg. Also die können alle nochmal aufstehen wahrscheinlich, wenn ich sie nicht verbrenne. Gut. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des... Das kann ich hundertprozentig hier nicht verwenden, aber man kann es ja mal probieren. Ja. Aber... Was war da hinten? War da das mit dem... Den Hund habe ich ja schon getötet. Was war das? Der Schänder des verfluchten Sarges. Ach so, das ist hier wohl erst ganz spät. Wenn ich die vier Masken da hab und so. Nehme ich mal an. Also sehr stark. Heißt, ich gehe jetzt da. Da muss ich noch. Ich guck mal, ob ich was mit den Chemikalien jetzt anfangen kann. In dem einen Raum. Ich weiß es nicht. Aber hier fehlt mir auch noch. Bis auf die Klappe und den Angelhaken fällt mir auch nicht mehr ein, was ich noch vergessen haben könnte. Die Klappe liegt oben und der Angelhaken in dem Chemieraum. Also das passt sich schon mal. Kann ich das gleich miteinander verbinden? Also der Angelhaken war doch da, oder? So. Obwohl, die Chemikalie, damit kann ich bestimmt noch nichts anfangen. Außerdem habe ich sie nicht geprüft, genau wie das Schild. Zur Vernichtung von Pflanzen. Vernichtung von Pflanzen. Wo war der Ort? Warum habe ich das vorher nicht geprüft? Ich glaube, man vergisst das manchmal aus Reflex einfach so. Wenn man einfach weitermachen will. Trotzdem ist hier ein Angelhaken. Und zwar da. Zack. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit dem anfangen kann. Aha. Karte. Also hier kann ich auf jeden Fall noch was machen, aber wo war denn... Wo war das Stromdings?
Ich meine, hinten bei der anderen Schreibmaschine dieser rote Raum da links. Prüfen. Ein Angelhaken zum Angeln. Mehr sagt nicht. Okay. So, und wo habe ich hier auch... Damit werde ich den niemals verwenden müssen. Ja, das war klar. Wenn müsste ich den noch mit irgendwas kombinieren oder so? Mehr. Okay. Köder. Also das muss ich einfach schon mal miteinander verbinden. Und das ist ein... Aha. Es passiert nichts. Ja, es kann gut sein, dass es irgendwas mit den Insekten zu tun hat. Ich will jetzt aber noch zu dem... Dingsraum. Ist zwar ein relativ weiter Weg, aber den möchte ich jetzt gehen. Ich hoffe, dass da die Pflanze war, weil da könnte ich die Chemikalie wahrscheinlich einsetzen. So, einmal außen rum. Zack. So, unten durch die Tür und... Ja gut. Das geht klar. Da lang. Wenn ich sterben sollte, dann muss ich halt das Schild nochmal holen. Bzw. das goldene Symbol. Aber das will ich auf jeden Fall, wenn ich nicht sterben sollte, noch prüfen, bevor ich hier speicher. Dum, dum, dum. Ach, da ist ein Zombie am Fenster. Der kommt irgendwann durch. Das steht fest. Da steht sowas von fest. Ich bin doch richtig. Der Deckel dieser Wasserpumpen? Ja. Grün? Das Wasser wird bereits gepumpt. Pumpen einstellen. Ja. Rot. Das sieht gut aus. Verwenden. So. Dann haben wir eine zweite Maske. Oh. Mehr ist das auch nicht? Ja, gut. Aber jetzt kommt bestimmt der Zombie da. Also, wenn er jetzt nicht kommt, dann... Keine Ahnung. Ach, zwei sogar. Wow, 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 wow.
Durch die Tür. Also das war mehr als logisch. Aber ich habe eine zweite Maske. Und es könnte jetzt auch sein, dass der aufsteht. Oder auch nicht. Aber ich habe Fortschritt. Ja, die Maske werde ich auf jeden Fall noch benutzen beim nächsten Mal. Den Angelhaken packe ich erstmal da rein. Ich wollte doch das Symbol prüfen. So. Prüfen. Die äußere und der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Mhm. Kann ich da... Also wofür ich das brauche, weiß ich zwar noch nicht. Vielleicht muss ich das jetzt tauschen in der einen Halle, aber... Das... Das überprüfe ich beim nächsten Mal mit. Auf jeden Fall speichere ich hier. Obwohl, wie weit ist das... Ach komm, das riskiere ich. Dann kann ich gleich die Schreibmaschine da verwenden. Ich könnte aber auch nach oben gehen. Und mir den Weg mit den Zombies sparen. Obwohl, wenn da natürlich oben jetzt welche kommen, ist das was anderes, aber... Ihr wisst, wie es gemeint ist. Ich bin sogar in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss da lang. Ja, die Tür. Dann gehe ich durch die Eingangshalle und dann in den Raum mit der Schreibmaschine. Dann brauche ich nicht mehr zu den zwei Zombies. Erstmal. Nach unten. Und das Symbol dahin packen. Gleich. Es könnte vielleicht was helfen. Falls man es überhaupt dahin packen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir das andere davon hergeholt haben. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Für mich ist ja noch die Einsparung. Aha. Das will ich jetzt auch noch machen. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Anscheinend können sie die Räder im Umwelt... Ja? Klein. Weiterdrehen? Ah, Moment. Kopf und Rüstung. Also klein in Rüstung und groß in Kopf. Ah, da wurde das wohl auch irgendwie gesagt. Yep. Klein. Nach rechts. Weiterdrehen. Ja. Es ist schwierig zu beurteilen. Was ist, wenn ich das Große auf das andere mache? Das Große nochmal. Nach links. Nö.
haben wir da? Hausschlüssel. Und welchen? Prüfen. Mit dem Schild. Dann haben wir den Schildschlüssel. Okay. Jetzt kann ich aber beim nächsten Mal viel wieder machen. Schreibmaschine. Ja. Verwenden. Ich kann die Maske abliefern und die Schildtür öffnen. Die eine, die mir einfällt, auf jeden Fall. Und bis dahin, ich bin beim Kane Indiana Jones.